Im Sattel, den zweiten Landessportwagen, Achi, hör mal. Die Frauenbeauftragte Simone Partner, die heute auch als Rick und Punkte, Supervisor Werner Sasuka. Natürlich auch, wenn es von mir, den Oberbürgermeister Stefan Bosse von Stadtrat, Herr Elfner für Sport und Bewegung, Bezirkssportler, Jugendwerte von Bayern, herzlich willkommen bei uns in Köln, den leitenden Lehrer Thomas Sawatzki aus Lindenberg, und unseren Doc, funktioniert hier nichts, Anatoli Nigarostschenko, den Landestrainer Peter Stettinger und Kai Melder, Förderkreispräsidenten Rainer Kuschwitz, ganz hinten in der Ecke. Natürlich den Gründer von Volksclub auf Bäumen, Peter Kuhn, der ist auch da, danke Peter, dass du gekommen bist. Und natürlich alle Vereinsvertreter mit ihren Athleten und Athletinnen, ohne die würde natürlich die Veranstaltung hier nicht funktionieren. Die Presse und Kreisvorsitzenden von DLSV, den Stefan Günther, der ist auch hier und wird dann Bericht und Fotos machen. Da hinten ist er. Und liebe Gäste aus nah und fern, ich freue mich sehr, dass heute diese Meisterschaft bei uns in Kaufbeuren bei Gartmanns stattfindet. Bei mir ist Pascal Lechler, er ist mit im Stadtrat verantwortlich für Sport und Bewegung und wir finden das super, was hier an Boxgeschehen in Kaufbeuren stattfindet. Deswegen danke ich dem Bayerischen Sportverband, dem Bayerischen Boxsportverband, dass er sein 100-jähriges Jubiläum hier bei uns mit dieser Meisterschaft feiert. Und ich gratuliere in unser beider Namen ganz herzlich zum 100. Jubiläum für euren Verband. Alles Gute! Und jetzt natürlich die blaue Ecke. Die Damen fangen an. In der roten Ecke Chantal Bartes, BC Bibelow, plus 57 Kilo. Die rote Ecke, die blaue Ecke, die Anna Gnitzki aus Boxfeldkirchen. Der ASC Nürnberg Süd. Drüben Samira Buske, ASC Nürnberg. Fünfter Kampf der Frauen.
rote Ecke, Saskia Beinin aus 1860 München. Blaue Ecke, Regina Slobodjanikov, BC Kapoin. TSV Mark Grenzwick Dörflers. Gegen Chor, Mikalan, Markus Dörflers. Jell auf 1860 München. Gegen Tomek, Spur. 14. Kampf. Samuel Heibler, ASC Club. Ja. Was hat's da? Gegen Mendel Böhm, WC Neuhof. Und der letzte Kampf. Kornacki, Berat, 1860 München. Gegen Daniel Malsam, BC Straubing. Hiermit möchte ich gerne einen Mannschaftsgruß von der roten Ecke. Die Finalisten der blauen Ecke der Bayerischen Meisterschaft grüßen den dreifachen Krieg.